So, ich will jetzt aber in Urlaub fahren. Machen wir jedes Jahr. Ja, geht aber leider nicht. Muss man sich halt mit abfinden. Oder man plant einfach schon mal ausgiebig und detailliert den Urlaub fürs nächste Jahr. Sei es jetzt eine Woche Paris. Besuch am Eiffelturm am Dienstag. Essen gehen im Lieblingsrestaurant von Cousin Maurice am Mittwoch. Das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Natürlich muss man nicht nach Paris, versteht schon, was ich meine. Setzt euch hin, Urlaub für nächstes Jahr ist vielleicht schon gebucht. Wenn nicht, habt ihr feste Pläne. Vielleicht wäre es ja dieser Urlaub diesen Jahres dann aufs nächste Jahr gepackt. Auf jeden Fall setzt euch hin und schmiedet konkrete Pläne. Das weckt vielleicht ein bisschen Fernweh, aber vor allem kann man sich dann richtig doll freuen auf das nächste Jahr und hat einen richtig schönen, coolen Plan, den man dann auch richtig entspannt und cool erholt, was man halt so macht im Urlaub, dann durchziehen kann. Ist eine Idee wert? Macht das doch mal. Und wenn es jetzt wirklich unbedingt sein muss, macht doch einfach Urlaub in der eigenen Wohnung. Ja gut, wie jetzt? Ja, macht doch einfach mal so einen schönen Tagesausflug in die eigenen vier Wände. Packt eure Koffer, eure Reisetaschen und bezieht ein anderes Zimmer. Ist doch mal eine Idee, da kann man sich dann vorübergehend einrichten, sei es jetzt, man tauscht die Zimmer oder macht Gruppenausflug ins Wohnzimmer oder seid kreativ oder richtet ein kleine Pension bei euch zu Hause ein mit Bedienung, mit Koch, mit Rezeption. Seid kreativ, macht euch einen Spaß draus, auch mal eine Nacht im Fremdenzimmer verbringen, kann einen auf andere Gedanken bringen und schöner sein, als man denkt. Und für die, die sogar einen Garten haben, ja? Gehören nicht zu diesen Glücklichen. Campen kann man doch wunderbar vor der eigenen Haustür. Jetzt mal im Ernst, was spricht denn dagegen? Stell dein Zelt auf, hau den Schlafsack rein oder nimm vielleicht Kissen und Decke von drin, ist dann doch ein bisschen bequemer und campe ein oder zwei Nächte einfach draußen. Das Wetter wird immer besser dafür, wir haben warme Nächte, es ist doch schön. Ja, man ist trotzdem ein bisschen in der Natur, kann dann abends grillen, sich noch mit Campingstühlen raussetzen, ein bisschen Sterne gucken wie vorhin. Alles machbar im eigenen Garten. Camping ist Camping, oder? Also, trau dich, mach das. Habe ich als Kind auch gemacht, fand ich grandios. Und wenn es dir dann im Garten beim Camping ein bisschen zu einsam ist, dann hol dir doch Vögel in den Garten. Ja, also du sollst jetzt nicht in die Tierhandlung gehen und Vögel kaufen. Nein, Vögel kann man ganz einfach auch anlocken und ist eine Weile beschäftigt. Baut doch einfach mal ein schönes Vogelhaus, wo die lieben kleinen Zwitschervögelchen dann nisten können. Die kommen dann automatisch und vor allem kommen die dann auch jedes Jahr wieder. Super Sache. Dazu natürlich, jetzt wo es so dürr wird, eine Vogeltränke, einen schönen Brunnen oder... Lasst euch da was einfallen. Füttern ist auch nicht schlecht. Es gibt am besten fettfreies Vogelfutter, ganz wichtig. Hängt davon ein paar auf im Garten, dann kommen die Vögel. Gibt auch bestimmte Bäume und Pflanzen, die bestimmte Vogelarten anziehen. Ist ein super cooles Thema. Man ist nicht allein. Und die schönste Musik ist doch die Musik der Natur. Zwitscher, zwitscher. Und wenn ihr jetzt schon ein Vogelhaus gebaut habt und denkt, boah, das ist cool, da will ich mehr von, dann baut doch einfach ein Baumhaus. Also vorausgesetzt, ihr habt das Know-how dafür und den richtigen Baum und auch den richtigen Garten, aber da sind wir jetzt ja eh schon an dem Punkt. Ey, hätte ich als Kind ein Baumhaus gehabt, ich wäre das glücklichste Kind ever gewesen. Und wenn ich jetzt ein Baumhaus hätte, wäre ich das glücklichste Kind ever, ich sag's euch. Jeder will ein Baumhaus, also nehmt das Projekt doch in Angriff. Sommerferien, 6 Wochen. Habe im Baumarkt Palette Holz gekauft und dann geht es los. Fröhlich sägen, klopfen, hämmern, schrauben, nageln. Super Sache, wirklich. Allein das gemeinsame Aufbauen wird die Kinder so daran binden und auch euch. Es ist ein tolles Projekt und jeder freut sich über ein Baumhaus. Und dann kann man die Kinder auch mal ein paar Nächte loswerden. Lass sie einfach im Baumhaus pennen und du machst hier einen schönen Abend drinne. Gläschen Wein auf, lecker Steak in die Pfanne. Und wenn's partout einfach nicht mehr geht, drin zu bleiben, und ihr zufällig ein Auto habt, dann macht doch einfach einen Roadtrip. Ja, einfach einen guten alten Roadtrip. Ist jetzt, gelinde gesagt, nicht das Beste fürs Klima.
klar. Aber hier und da kann man ruhig mein Auge zudrücken, bin ich nicht böse. Nee, im Ernst, im Auto seid ihr als Familie quasi geschlossen unterwegs, müsst euch nicht groß Sorgen machen in Hotels oder Riesenresorts oder Stränden, euch groß anzustecken und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Man ist unterwegs, man sieht viel von dieser wunderschönen Welt, auch aus dem Auto. Es gibt tolle Strecken, es gibt tolle Gegenden, wo ihr vielleicht doch schon immer hin wolltet. Habe ich auch Videos zu gemacht, könnt ihr euch anschauen, ist hier in der Infobox. Es lohnt sich immer, wenn man rauskommt, ein bisschen die Welt erkundet und schöne Zeit miteinander verbringt. Ja gut, paar Stunden im Auto zusammen mit der Familie kann natürlich schwierig werden, aber wenn ihr euch ein bisschen zusammenreißt, erlebt ihr was gemeinsam und es wird schön. Aber auch eine schöne Sache, die man jetzt vor allem bei diesem schönen Wetter doch zu einer Routine machen könnte, werdet einfach Picknick-Profis. Warum depp ich? Picknick-Profis. Was heißt das? Macht doch einfach aus jedem Essen ein Event. Organisiert zum Frühstück, mal zum Mittag oder mal zum Abendessen. Einfach mal ein Picknick oder jeden Tag ein Picknick, jeden Tag eine andere Mahlzeit. Denkt euch Gerichte aus oder nehmt Gerichte, die ihr schon kennt und macht daraus eine Picknick-Version, die man in kleine Portionen mit den Händen im Sitzen super essen kann. Die Kreativität ist da schon wieder grenzenlos und es macht Spaß. Man setzt sich zusammen hin, man plant eine schöne Sache und setzt die dann gemeinsam um. Und vielleicht werdet ihr ja die Picknick-Profis 2020 und könnt bei den nächsten, falls es dann wieder Events gibt, Schulpicknicks im Park einfach mal so richtig den Babo raushängen lassen und sagen, hier, das ist Picknick, Leute. Das ist Picknick. Da kann man dann dabben. Yeah. Und wo wir vorhin schon bei den lieben Piepmätzen waren, wie wäre es, wenn ihr im Voraus überhaupt erstmal lernt, was für Vögel denn bei euch in der Nachbarschaft oder in eurem Stück geografischer, ihr wisst schon, Landgebiet einfach so lebt. Ja, also ganz einfach mal, wenn ihr lernt, was für eine Fauna ihr eigentlich habt. Was für Vögel kommen, zu welcher Jahreszeit, wie sehen die aus, was für Gesang haben die Männchen, Weibchen, Saison. Da gibt es so viele Sachen, da gibt es Apps, kann man sich für alle Plattformen runterladen oder ey, ganz platt einfach mal ein Buch. Ja, es gibt so viele schöne Naturbücher, die dir genau beschreiben, wann und wo du diese Vögel findest. Und macht euch doch mal auf die Suche. Hey, findet ihr den rot-gelben Klotzsperling oder die Südberliner Pfauenmöwe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es mehr Vielfalt in deiner Gegend, als du denkst. Und das Ganze zu entdecken und rauszufinden, ihr werdet staunen. Ihr werdet wirklich staunen, wie viel los ist bei euch. Und mit den lieben Tierchen hört es natürlich nicht auf. Was ist denn mit der lokalen Flora? Kurz gesagt, was für Pflanzen wachsen da eigentlich? Das ist nämlich gar kein Unkraut. Ich habe einmal einen Ausflug gemacht, da war ein sehr orts- und pflanzenkundiger Mensch dabei. Der hat mir Sachen erklärt. Das glaubst du gar nicht, wie viel von dem Zeug, was da am Wegesrand wächst, überhaupt gar kein Unkraut ist, sondern könntest du essen, sind Wildkräuter, sind total interessante Pflanzen. Und der Baum und wo ist eigentlich der Unterschied? Und ich kenne Eichen, Kastanien, Buchen, da hört es auch schon, Birken, da hört es auch schon auf. Es gibt so viele Sachen zu entdecken, so viele Pflanzen und Bäume und Blumen vor deiner Haustür. Du wirst dich wundern. Und da gibt es auch eine App, die kann ich sogar benennen, PlantSnap. Damit machst du ein Foto von der Pflanze und die sagt dir, hier, ey, ich bin Sauerampfer, keine Ahnung. Und du denkst dir so, wow, vor meiner Haustür steht Sauerampfer, wusste ich nicht. Also, das war jetzt sarkastisch, aber nein, es ist, mir macht das Spaß und euch bestimmt auch. Und die Kinder lernen was und du wirst nicht glauben, wie die darauf abfahren. Und das ganz unironisch. Dann auch ganz klassisch etwas eher ganzheitliches, wohltuendes, schreibt doch mal wieder Briefe. Nein, keine E-Mails. Ihr habt sicher Verwandte, Bekannte, Freunde, die sich jetzt in den letzten 3 Monaten sehr einsam gefühlt haben müssen. Und es ist zwar vielleicht etwas zu altmodisch für den einen oder anderen, aber es gibt Leute, die wissen das noch sehr, sehr zu schätzen. Also sucht euch Brieffreunde, da gibt es auch Portale für im Internet, aber zurück zur analogen Welt. Schreibt einen schönen Brief an eure Großeltern, an eure Onkels, Tanten, Cousins, Cousinen, an alle, die ihr kennt. Ihr werdet sehen, wie sehr sich Leute noch freuen, wenn der Brief im Briefkasten nicht schon wieder die Stromrechnung ist. Und wer es dann doch wieder etwas moderner mag, ja, wir kommen dann auch endlich mal zum Schluss. Ah, hier ist meine Uhr. Wir kommen dann auch zum Schluss. Wie wäre es mit Fotografieren? Jetzt mal, jeder von uns hat doch wohl, na wo ist es? Okay, meins habe ich jetzt vorbildlich nicht dabei. Und ein Smartphone kann fotografieren. Also
fangt doch mal an zu fotografieren. Denkt euch Themen aus, macht ganze Fotoalben, geht durch die Nachbarschaft, fotografiert Street Art, Architektur, Pflanzen, Landschaft. Es ist so viel, was man machen kann. Es gibt auch schon wieder hier in diesem Internet drinne tolle Fotografie-Challenges. Einfach mal so, wie ich es gesagt habe, bei Google rein. Und ihr findet ganze Listen mit Sachen, die man abarbeiten kann. Jeden Tag ein Foto, man kommt raus, man wird kreativ, es ist toll. Ich habe das auch schon gemacht, absolut zu empfehlen, tolle Sache und macht Kindern auch sehr viel Spaß. Wenn es jetzt nicht nur die Selfies vom Badezimmerspiegel oder die TikToks sind, sondern sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Bildgestaltung, Licht, Farbe, tolles Thema und bereichert die Familie ungemein. Vielleicht macht ihr eine neue Kunstgalerie im Flur oder im Wohnzimmer. Da sind die Möglichkeiten sind unendlich.